Hey, er lebt noch. Natürlich, natürlich. Oder er ist tot und träumt. Reden wir jetzt mit dem Aegis-Mädchen in unseren Todträumen? Excuse me. It's such a mournful sound. Huh? It hasn't stopped. Not in all these years. Hasn't stopped? You mean that bell sound? Is the Praetorium somewhere nearby? Where are we? This is Elysium, the land where long ago mankind lived in harmony with their creator. It's where we were born. Get out. Really? Is that a core crystal? You're a blade. My name is Pyra. What? Oh, right. Mine is... I know you. You're Rex, right? How did you know my name? Just now, when we came into contact. Oh. Just now? Sorry. I can't seem to remember how I got here. You were killed, stabbed through the heart by Jin. Jin? Through the... I remember now. That bastard stabbed me! Oh man! This is bad. Everyone in the guild is in danger! No, wait. I can't do anything if I'm dead. Titan's fucked. If I wasn't dead, I'd kick that guy's ass. Rex, I have a request. Hi, ich bin jetzt deine Waffe. Can you take me to Elysium? Elysium? But isn't that here? This world is merely a memory. An ancient... half-forgotten memory of what once was. The real Elysium lies in your world, atop the world tree that rises from the heart of all rest. Memory? So it's like an illusion. But there's no way. I'm dead, remember? How can I help if I'm not breathing? I will give you half of my life force. That way, you can be revived. As my driver. As the driver of the Aegis. The driver? Of the Aegis? What will you do, Rex? Is this place... really your home? It is. And it really exists. Rex, I know what you're thinking, and you are correct. By coming to this place, you can save the world. Save it from the slow demise that is its fate. We wouldn't have to live in fear.
Then there's only one choice. I'm in. Let's go to Elysium. I'll take you there myself. Thank you, Rex. Now place your hand on my chest. What? Okay. Oh, wow. We're back, fuckers. So. Bisschen Zombie, aber passt schon. Hallöchen. Wäre cool, wenn ich jetzt noch eine andere Augenfarbe bekommen hätte. Achso, und die tragen sie gerade raus. Das ist natürlich, ja. Näher. Anthem. End? Like what? The price for their lives has already been paid in full. Now that we have finally obtained the Aegis, the fewer living souls know about it, the better. I can't do that. Sie wird sowas von unserem Mate. Sie findet nämlich falsch, was sie tun. Ja, ja. I don't understand you. Now, now. Have you forgotten why you came here to begin with? Nia? No, but... Oh, for the love of... Fine, I'll handle it myself. What the... Epischer Auftritt, holy fuck. Shit. You and that sword can't be. It's kind of low to stab a man in the back. You bloody psychopath. Pyra, here. Cover me. Got it. Jin, leave him to me. Sorry, kid. Can't let the likes of you just claim her power for yourself. This is as far as it goes. Yeah! Aegis, over here! Just leave it out! Give it a rest, Malos! Can't you see he's just a child? A child? Don't make me laugh. This kid has made himself the Aegis driver! The Aegis's driver. Rex is. Yeah. That. You're done. Oh. Schon episch. Schon ein bisschen. You're welcome. Now, don't let up. Yeah. Ha. Ha. Everybody, go now. Quick. Yo. Malos here. I don't think so. Hey. Bully, over here!
Mr. Maskentyp hat Rex erstochen, so ist er gestorben. You rat. How can a nobody like you? Ah, but with those eyes. I guess I should have been more wary from the start. What do you mean? Like I tell you. Wieso ist das Kampfsystem nicht so in dem Game? Und nicht so langweilig? Ja, ist doch klar. Ich hab noch einen, da kann ich nichts ändern spielen. Rex lebt, er ist jetzt Meister der Ages. Es ist an der Zeit zu erläutern, was ein Meister im Kampf beachten sollte. Der erste Punkt, Harmonie. Sie wird durch ein Band aus Licht zwischen... Ah, das ist die Harmonie. Okay. Deswegen, okay, dann ist... Okay. Zwischen Rex und Pyro dargestellt. Leuchtet dieses Golden, dann sind Meister und Klinge im Einklang. Rex kann sich schneller bewegen und seine Techniken laden sich schneller auf. Um höchste Harmonie zu erreichen, ist es wichtig, in der Nähe deiner Klinge zu bleiben und viele Angriffe in Folge durchzuführen. Entfernst du dich hingegen zu weit von deiner Klinge, dann sinkt die Harmonie. So, nun zu Marlos. Achte im Kampf gegen ihn stets auf die Harmonie mit Pyra. Blind spot. It's okay. Yeah. Much obliged. Ha! Let's keep this up still. And we'll win for sure. My thoughts exactly. Anchor shot. Ha! Ow. Okay. Sword rush down. Why not? Blind spot. Double spinning come edge. On. Let's keep this up, and we'll win for sure. My thoughts exactly. It's okay. Anchor shot. Ha! Gerade hat sich das Symbol für deine Spezialtechnik gefühlt. Spezialtechniken verfügen über deutlich größere Angriffskraft als normale. Greife feine Techniken an, um die Anzeige zu füllen. Du kannst Spezialtechniken in 3 Stufen aufladen. Verwende Techniken genau dann, wenn ein Autoangriff den Gegner trifft, um das Spezialsymbol stärker zu füllen. Bei Erfolg erscheint ein heller Kreis. Wenn du eine Spezialtechnik ausführst, werden Knopfsymbole in der Mitte des Bildschirms eingeblendet. Okay, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Führe die Anweisungen dieser Knopfsymbole korrekt aus, um dem Feind vielfach höheren Schaden zuzufügen. Wenn du einen Gegner mit einer Spezialtechnik triffst, hast du die Chance, einen Klingenkombo durchzuführen, aber dazu gleich mehr. Ah, a mist. Go okay, for it. Here we go. It's okay. B. Kommen wir jetzt einmal zu den Klingenkombos. Wenn du einen Gegner mit einer Spezialtechnik triffst, erscheint oben eine Leiste, die zeigt, wie lange die Gelegenheit für ein Klingenkombo besteht. Gleichzeitig werden auch die möglichen Routen der Klingenkombo angezeigt. Bevor die Leiste leer ist, kannst du den Feind mit einer hoherstufigen Spezialtechnik treffen. Was? Why not? Du hast mit einer Spezialtechnik getroffen. Hier hast du ein bisschen Energie für Spezialtechnik. Aber versuche dich an einer Klingenkombo. Okay. Okay, here we go. Now. It's okay. Thanks for that. War das jetzt korrekt? Oh, wir sind im Einklang. Okay. Ich liege auf dem Boden. Warum? Danke. Das Kampfsystem ist echt nicht so cool, Mann. Ja, ey, die Kampfszene war das Epischste an diesem Kampf. Jetzt hab ich, glaube ich, zu spät gedrückt. Kann die mich auch heilen? Ich krieg ständig Damage, was ist das? Selbst wenn ich weglaufe von dem. Oh, da waren zwei, die brauche ich. Danke. Pyra hat Rex gerade mit einer Klingentechnik unterstützt. In diesem Fall hat sich dadurch seine Trefferrate erhöht. Eine Klinge unterstützt ihren Meister im Kampf automatisch mit Klingentechniken.
Je höher das Vertrauen zwischen Meister und Klinge, desto häufiger wirkt sie ihre Techniken auf ihn. Was bedeutet Vertrauen, willst du wissen? Das erfährst du, sobald du etwas mehr Erfahrung als Meister gesammelt hast. Natürlich. Warum sollten sie das Tutorial auch jetzt schon zu Ende führen? Das würde ja heißen, wir hätten kein Tutorial mehr. Und okay. You're good, kid. It's no simple feat to control the Aegis like that. However... Rex! Don't get cocky, you little shit! Duvok! Understood. Get out of the way, Nia! Have you gone mad? You're the one who's off your net, wheeling on a child. Nia, I don't think you quite comprehend your position. I get it, but... You're starting to piss me off! Sie hat sich selbst in der Hand. Guck mal, wie episch die da rumspringen und sie swooshen und dann hast du das Kampfsystem. God damn it! Why? You're pretty sharp for someone who's only just woken up. Takes me back to 500 years ago. What's the deal with that appearance? I'm guessing your goal is Elysium. That is our dream! Then I have no choice but to stop you! You're a tough one, kid. But there's only one way this can end. Oh, shit. What's that? Oha. Der kann fliegen? Wie, der kann fliegen? Warum? Jin, still you persist. And is that Malos? Und natürlich kennt er die Bösen. Ja, das ist Opa. Get on.
Stop them! Open fire! Oh, jetzt, oh, bitte, bitte, lass ihn nicht hart getroffen werden, dass er jetzt verreckt. Turn her around! Ready the cannon! It's no use. They're out of range. Damn it! They gave us the slip. Turn around. We're not chasing them? The Aegis is awakened. That's enough for now. I'll have Akkas hunt them down. Deswegen sind die beiden auch, ich habe da am Anfang gesagt, warum hat sie so einen Animus-Stil im Menü? Und die anderen beiden sind anders gezeichnet, weil die böse sind. Und dass die Arschlöcher sind. Deswegen haben die so einen anderen Zeichenstil. Also es ist nicht direkt der Opa, ne, der Titan, weil das im Chat gerade, also er nennt ihn nur Opa, weil er großgezogen wurde von dem Titan, weil seine Eltern gestorben sind. Ja, er nennt ihn nur so, genau. And so Pupunin wisely ran away for dear life. Wise? Who wise now? You Sorry. Idiot! Why can Pupunin not even die properly? What if they ask Banner to repay money? Huh? Die? Repay who? Meh, none of your business. Anyway, tell me where Rex and Blade went. Rex, Titan, and friends ran away. Went to south of Cyclus Sea. After that, Banner knew as much as Pupunin. Storm was very thick, so Pupunin... Pupunin lose them, yes? Yes, but... And then run away like coward? Yes, but... Better not wanting feeble excuses of Pupunin! Just get back here! You got lot of work to do! Even pricey insurance Banner take out on Maelstrom go to waste! Still, how interesting. Heading southward from Cyclus Sea. In current season, that likely take them to Gormont. You, girl, get Consul Dougal on the line immediately! Yes, sir. One moment, please. Er sitzt davor, das hätte er ja wohl selbst machen können. Arschloch. Chairman Banner, what an unexpected pleasure. May I just say that I admire how you rebranded those broken core crystals. And selling them onto the Dunderheads back in Mor Ardain. Absolutely sublime. Banner did not call to hear pointless flattery. And blubbering about core crystals on unsecured line? Is Dougal some kind of idiot? What if Indol Tap our communication? Oh, of course. I'm very sorry. Man, forget it. We got bigger fishes to fry. Oh? What's going on? Listen up. 5 mich ist das ein Spoiler. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Und jetzt? Ja, Cam weg war Absicht. What are you? Pyra? Oh, thank goodness. You aren't injured at all, are you? No, I'm fine, I guess. Where? I'm not certain. We seem to have washed up on a Titan of some kind. A Titan? Where's Gramps and Nia?
We gotta find them. They can't be far. Okay. Auf der Suche nach Opa, Nia und Romarch könntest du auf neue, furchteinflößende Feinde stoßen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deshalb solltest du Rex erst einmal so weit wie möglich stärken. Ja, das mit den Waffenpunkten habe ich schon gelernt. Das habe ich mir schon angeguckt. Okay. Gut. Ne, okay. Sagt sie jetzt immer okay? Oh, Klinge anpassen. Oh, Digga. Okay, My usefulness has increased. Was? Wähle einen Harmonieerfolg. Erhöht Kritik, erhöht Zusatzschaden gegen Bestien. Ist das schon das, was ich habe, das Rote? Was? Oh, was? Wähle einen Harmonieerfolg. Kann hier nichts wählen, ich kann nur... Nach innen, nach außen und Auswahl. Oh, okay. Waffe modifizieren. Habe ich keine Sachen für. Kernschütte habe ich nicht. Okay. 220 WP haben wir, aber da können wir nichts Dolles machen mit. Okay. Harmonieringe. So, warte mal. Habe ich denn jetzt 300? Jawohl, ich wollte doch meine Stärke erhöhen. Das machen wir jetzt. That's about that. Ich habe so richtig tolle Dialoge vorstellen. Cool. Okay, cool. Muss man es erstmal kaufen, wo das Schloss ist. Moment, dann gucke ich nochmal. Also hier muss ich nur Bedingungen erfüllen. Das sind echt nur Erfolge. Dafür muss ich nur die Sachen machen. Also kaufen muss ich hier nichts. Das ist alles schon freigeschaltet da, der erste unten. Passe immer auf dich auf. Ich werde mit jedem Tag stärker. Also die kann ich hier nicht kaufen. Bei ihr kann ich die Harmonieringe nicht freischalten. Bei ihm schon. Mit den THP. So. Speichern wir mal. Links unten beim Blauen ist noch ein Schloss. Warte mal. Nein. Das drücke ich ja, da bin ich ja drauf. Da, ich drücke. Nix in der Ecke, Junge. Ich drücke! Ich kann nichts machen. Da, ich drücke A. Unten steht auch nichts von A bestätigen. Ich kann das nicht kaufen. Da, ich bin nicht doof.